Robert M. Sonntag, geboren 2010. Von mir liegen aber keine Einträge mehr vor in Ultranetz. Das heißt, so richtig recherchieren kann man nicht, wer ich denn eigentlich war und was ich bin. Da muss man wohl das Buch lesen. Aber es gibt auch Martin Schäuble, Sachbuchautor, in Israel, Palästina und in Berlin studiert Politikwissenschaften und da auch die Promotion zugeschrieben. Was im Ultranetz oder im Internet steht über Sie als Schäuble wiederum, ist das ausreichend, um Sie zu charakterisieren als jemand, der eigentlich in der Gegenwart unterwegs ist, der sich für Israel und Palästina interessiert und Ausflüge in die Romanwelt eigentlich unternimmt, um Gegenwärtiges darzustellen? Ja, ich glaube, der Martin Schäuble auf der Internetseite oder im Internet, das ist schon jemand, der dem Robert M. Sonntag gedanklich sehr nahe steht. Das sind Dinge, die ich beobachtet habe oder beobachte, die aber in den Sachbüchern keinen Platz finden, weil man da oft zu sehr erklärt und beschreibt und so ein bisschen den pädagogischen Zeigefinger auch mal erhebt. Und genau das soll eben in dem Roman nicht sein. Es ist eher so eine andere Art der Verarbeitung, auch der Rechercheergebnisse. Also manche Szenen im Buch, die tauchen dann eben wieder auf. Also im Roman, das sind einfach Dinge, die ich selbst bei der Sachbuchrecherche erlebt habe, die im Sachbuch aber keinen Platz finden. Also Szenenbeschreibungen von Flüchtlingslagern im Gazastreifen zum Beispiel, die sind hier drin. Bei Robert M. Sonntag, obwohl sie Martin Schäuble gesehen hat, oder Reiseerlebnisse aus sehr armen Gegenden, Neu-Delhi, von Slums, die ich da sah, die hat Martin Schäuble gesehen, Robert M. Sonntag erklärt das Ganze hoch potenziert auf 2035. Aber es ist oft so, dass Dinge, die im Sachbuch eben keinen Platz fanden, da anders verarbeitet werden. Und natürlich Dinge auch, die ich als Sachbuchautor aufnehme und wahrnehme. Also man ist da mit Büchern unterwegs, auch auf Lesungen, oder man lernt Leserinnen und Leser kennen und erfährt so etwas zum Thema E-Books oder auch zum Thema Smartphones, zum Umgang damit und irgendwie sieht das der Sachbuchautor, weiß aber nicht, wer das heute erklären soll, also nimmt es sich denn Robert am Sonntag zur Hilfe. Und die Zukunft ist auch immer eine gute Möglichkeit, finde ich, die Gegenwart zu kritisieren. Ist es Sieht das Zufall, vorstellen? dass Ihr Hauptheld Sonntag heißt und der Hauptheld von Fahrenheit 451 Montag heißt? Nee, kein Zufall, sondern es ist schon so gewollt. Das Ganze ist eigentlich, und eigentlich ist es auch wieder falsch, es ist eine Verbeugung vor Bradbury. Es ist auf jeden Fall ja, eine Art Gedenken. Ich habe das Buch damals, also Fahrenheit damals gelesen und es hat mich wahnsinnig mitgerissen und ich habe dann wirklich alle möglichen Dystopien gleich im Nachzug, die ganzen Klassiker mir auch noch angeschaut. Und das habe ich eine Weile mit mir rumgetragen, bis ich gemerkt hatte, oh, manches, was da beschrieben wird, das ist natürlich längst eingetreten und es findet heute statt in anderer Form. Die Bücher werden nicht verbrannt, sondern sie werden digitalisiert. Und das ist etwas, was vielleicht auch nicht ganz so ohne ist. Und vielleicht sollte man das auch mal so direkt ansprechen, um den einen oder anderen darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt muss man aufpassen, da kommt schon gleich wieder der Zeigefinger hoch. Ich glaube, der Roman ist eine gute Möglichkeit, mit Gedanken zu spielen, Charaktere vorzustellen, die etwas erleben. Und das Ganze auch mit einer gewissen Dramaturgie, dass man Spaß hat, dran zu lesen. Aber natürlich sehe ich die Digitalisierung von Büchern sehr, sehr kritisch. Was ist das Kritische? Also Sie haben es in dem Buch so formuliert, dass die Auftraggeber, die Scan AG, etwas ins Ultranetz stellt mit dem Hinweis, das können jetzt alle lesen und zwar kostenlos. Man braucht die Papierbücher ja eigentlich gar nicht. Aber es wird deutlich, dass das auch eine Papier- und Buch- und Autoren- und Lektor- und Buchagentenvernichtungsmaschine wird. Woher nehmen Sie diese Angst oder Furcht oder Vorstellung, dass durch das Vernichten oder Einscannen von Büchern tatsächlich das Buch ausstirbt als Medium? Jetzt hätte ich mich fast versprochen, hätte gesagt Google, aber ich meinte natürlich Scan AG. Bei der Scan AG ist es so, dass die Bücher gescannt werden. Das heißt aber auch, sie werden dann für alle kostenfrei zur Verfügung gestellt. Man kann das auch nicht mehr kontrollieren. Es gibt keinen Kopierschutz, der wirklich hält. Das sieht man bei allen Medien, die neu erfunden werden. Ob es die CD war oder die DVD war, es ist alles kopierbar. Da darf man sich nichts vormachen. Was dazu führt, dass der da im Endeffekt produziert, also der Autor, leer ausgeht. Und Autoren müssen, genauso wie andere Künstler und überhaupt alle anderen Menschen auch von was leben. Und das fällt sehr schwer, wenn das Produkt kostenfrei im Internet zu finden ist.
Also es ist ein Aspekt, der mir zu denken gibt, dass man dadurch, dass es digitalisiert ist, dadurch, dass es kostenfrei ist, und so ist es 2035 ja bei Robert am Sonntag, dadurch verliert das Ganze einfach an Qualität, weil keiner mehr davon leben kann. Es schreibt keiner mehr. Wieso sollte man auch schreiben, wenn es kostenlos ist? Und diese Kostenlos-Kultur, die kann man ja heute im Internet genauso beobachten, die zerstört, glaube ich, sehr viele. Und das beobachte ich ja als Autor auch selbst. Ich habe ja auch schon Bücher von mir online kostenlos entdeckt und dachte, ach, eigentlich schade, weil so ganz waren die Recherchekosten doch noch nicht gedeckt von 3 Jahren der Ostrecherche. Und jetzt ist es kostenlos da. Also sprich, das sind auch eigene Wunden. Und ich glaube fast, man sollte sich da schon überlegen, wenn man so ein Ding kopiert, wem man damit wirklich schadet und wem man was Gutes tut. Das Verrückte ist ja, wenn man sich, sagen wir ruhig, Google anschaut, wenn man dann sieht, wie da Bücher gescannt werden, die Autor leer ausgeht, dass im Endeffekt ja auch noch Google daran profitiert. Und zwar enorm, dadurch, dass Werbebeiträge geschaltet werden, Werbeads geschaltet werden und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie ziemlich traurig für uns Autoren geworden und ich denke, es wird noch trauriger werden und somit auch für alle Leserinnen und Leser. Da stellt sich zwangsläufig die Frage, wird Ihr Buch als E-Book erscheinen? Ganz klar. Ist das nicht ein Widerspruch? Es ist der totale Widerspruch überhaupt. Ich bin froh, dass es noch gedruckt erscheint. Es geht nicht anders. Der Verlag möchte es genauso als E-Book haben. Und natürlich, wenn jemand ein E-Book wieder hat, selbstverständlich soll er damit auch lesen können. Und vielleicht umso besser, weil wie sollte so jemand sonst auf die Idee kommen, dass es sich der Sache kritisch zu nähern, wenn er das Buch nicht mehr lesen darf oder kann? Also es ist jetzt nicht so eine Fundamentalkritik, dass es alles schlecht sein muss und ja, Leute benutzen keine Smartphones und bloß kein Internet. So ist es gar nicht gemeint. Ich glaube, es ist eher eine Anregung, mal kritisch damit umzugehen. Das machen ja auch viele schon. Und das Ganze als E-Book anzubieten, macht schon Sinn, weil man so vielleicht auch eher die erreicht, die gar nicht mehr so darüber nachdenken. Das zum einen. Zum anderen ist das Geschäftsmodell von Google ja anders. Also natürlich bezahlt man als Google-Kunde in Anführungszeichen mit seinen Suchanfragen beziehungsweise dadurch, dass man sich transparenter gibt, wenn man die Filter benutzt und so weiter. Aber Google bietet natürlich, abgesehen davon, dass sie auch Betriebskosten haben, mächtige Serverfarmen und so weiter und in 0, nichts Wissen an, was wir vorher mühsam erst recherchieren mussten in unserem Leben. Also vielleicht ist ja nur die Frage, dass das alte Geschäftsmodell des Buchverlegens so nicht mehr funktioniert, dass man sich was anderes ausdenken muss. Es gibt im Journalismus zum Beispiel jetzt gerade in Deutschland auch die Möglichkeit aufzurufen, spendet und wir recherchieren eure Geschichte. Vielleicht ist das Geschäftsmodell der Zukunft, wenn ihr spannende Geschichten lesen wollt, dann unterstützt mich als Autor. Klar, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne eine Liebesgeschichte haben, möglichst in der ein 15-Jähriger sich in eine 17-Jährige verliebt und sie soll Krankenschwester sein, er Krankenpfleger und das Ganze soll ein Happy End haben, das kostet 2,99 €. Ich möchte es gerne lesen sofort, Autor, schreib es bitte. Wenn so die Zukunft aussieht, ja, aber ich Na, glaube, so meine ich das gar die nicht, Kunst ist ja. weil man kann ja sich nicht selber kitzeln, um zu lachen. Also man braucht schon vielleicht die Überraschung und vielleicht nicht konkret die Liebesgeschichte schon vorgeben, sondern dass man einfach sagt, lieber Autor, ich lese deine Bücher sehr gern oder das, was man dann Bücher nennt. Ich hätte gerne eine Fortsetzung zum Beispiel und unterstütze das. Und oder dass man als Autor dann aufruft und sagt, wenn euch jetzt eine Liebesgeschichte aus dem Gazastreifen interessiert, ich verspreche euch, ich bin da dicht dran und ihr werdet nach wie vor, wenn ihr mich schätzt, gut bedient werden. Also ich meine, dass möglicherweise das Verlegen eines Buches einfach eine andere Qualität bekommt. Kann sein. Kann sein, der Robert am Sonntag glaubt das nicht, da hat er anderes erlebt. Ich bin da auch sehr kritisch mit, weil meiner Erfahrung nach entstehen so Bücher eben nicht, sondern man lässt sich erst treiben, man recherchiert, man hat eine Idee, man probiert etwas aus, man spricht mit Verlagen. Es gibt noch einen riesen Verlagsstamm von wahnsinnig gut ausgebildeten Lektorinnen, Lektoren, Presseleuten, die einem helfen, so ein Buch zu stemmen. Und das bricht dann weg, wenn der Autor sich selbst verlegt und selbst quasi, naja, promotet. Und dazu muss man zum einen erstmal der Typ sein, der das auch kann und macht. Somit fallen schon mal ganz viele Autorinnen und Autoren weg, die das nicht können, die keine Selbstpromoter sind, die vielleicht super Schriftsteller sind, die aber nicht wissen, wie man marktschreierisch
Produkte verkauft, da geht uns viel verloren, denke ich. Und zum anderen auch die Verlagswelt. Und wie gesagt, das ist mehr als die Druckmaschine. Das sind Menschen, die wirklich Bücher gelesen haben, die unheimlich gut helfen können, ein Buch auch zu gestalten. Also ich bin jetzt ein Autor, auch bei Sachbüchern. Ich schreibe die Bücher alleine, natürlich, aber ich brauche immer eine Lektorin, einen Lektor, der sich mit mir hinsetzt und zwar über Monate die Idee ausarbeitet, Texte liest, Korrektur liest, mir hilft. Und das, glaube ich, dieser Berufszweig, der bricht weg. Und dadurch, glaube ich, auch eine gewisse Art von Büchern. Bei Robert am Sonntag ist es ja so. Es gibt ja die Büchergilde, eine Terrororganisation in dem Buch, wie sie von Ultranetz genannt wird, die im Endeffekt nichts anderes ist als das Personal von zugrunde gegangenen Verlagen. Also alte Lektorinnen, Lektoren, Presseleute, Verlegerinnen, Verleger, all die sind auf einmal arbeitslos und tun sich im Untergrund zusammen mit Autoren, die auch keine Bücher mehr verkaufen können und versuchen eben, das gedruckte Wort noch zu verteidigen. Das klingt furchtbar altmodisch, aber ich fand es reizvoll, das einfach mal so durchzuspielen. Ja, aber das Aber kommt insofern, weil die Geschichte ja anders verläuft. Also Stummfilm-Schauspieler haben keine Chance gehabt, als der Tonfilm kam. Sie mussten also auch gut sprechen können. Vielleicht ist ja die Anforderung der Neuzeit an Autoren, dass sie sich auch selbst vermarkten lernen müssen, dass das einfach dazugehört, wie gut schreiben. Amazon bietet da ein Tool an, um auch Aufmerksamkeit zu generieren, um ganz einfach auch ein Buch zu gestalten und es wird geklickt. Und manch ein Autor ist froh, dass es diese Möglichkeit gibt, weil Verlage natürlich unverhältnismäßig, möglicherweise aus der Sicht des Autoren, an einem verdienen. Und hier kann man zwar Amazon den Vorwurf machen, dass sie zu viel einbehalten, aber dennoch ist der Gewinn, den ein Autor bekommt, wenn er sich selbst verlegt, höher, als wenn er ein Buch, ein klassisches Buch verlegt. Also hier tun sich neue Wege auf. Hier gibt es unterschiedliche Formen, Texte zu publizieren. Und es ist dann im Prinzip, wie in Ihrem Buch beschrieben, natürliche Auslese. Das kritisieren Sie zwar, aber so wird es wahrscheinlich sein. Ja, ich glaube, wir müssen uns 2035 nochmal sprechen und dann sehen, gibt es noch Bücher? Wie sehen die Bücher aus? Ich glaube, die Bücher, die es da noch gibt und wenn es noch Bücher gibt und wie sie aussehen werden, würden uns heute nicht allzu glücklich machen. Ich bin widerspreche, weil zum Beispiel Papier ein tolles Speichermedium ist. Das funktioniert ohne Strom, bei grellem Sonnenlicht und ist nicht anfällig gegenüber Sand oder Feuchtigkeit, wie E-Book-Reader vielleicht, und werden wahrscheinlich auch nicht so gestohlen wie elektronische Güter heutzutage. Und das Kuriose noch am Rande, als ich Ihr Buch nochmal aufschlug, war gerade Stromausfall bei mir in der Wohnung und ich hatte kein Problem. Ich merkte es noch nicht mal, dass Stromausfall war. Erst andere haben mich darauf aufmerksam gemacht. Also es gibt unheimlich Vorteile, die auch im Jahre 2035 für das Buch sprechen. Sprechen dafür, die Frage ist nur, und dabei bleibe ich, wer dann noch bereit ist, dafür zu zahlen, wenn das alles auch kostenlos zu haben ist. Und ich kann da leider nicht anders. Ich wäre auch gerne ein bisschen optimistischer, aber ich habe den Optimismus nicht. Und immerhin habe ich einen Robert am Sonntag, einen Verbündeten gefunden, der das genauso sieht. Aber nochmal, also sollte alles super verlaufen und Selbstvermarktung der Autoren wird dazu führen, dass noch mehr Bücher geschrieben werden und noch mehr Leute lesen. Klasse, freue ich mich auf jeden Fall. Aber ich sehe es nicht.